Hallo Leute, ich begrüße euch zum neuen Video. Heute sind wir wieder bei dem RX8. Wir versuchen ja das Fahrzeug zu starten. Jetzt habe ich die Lieferung gekriegt, die neuen Zündkerzen sind da. Das sind wahrscheinlich auch die teuersten Zündkerzen, die ich jemals gekauft habe. 4 Stück, über 100 Euro. Eieiei. Und dann werden wir jetzt mal anfangen, wir in die Zündkerzen einbauen. Dann müssen wir noch ein bisschen was anschließen, weil da vorne im Benzinrücklauf ist eine Leitung durchgeschnitten worden. Und hinten, das habe ich aber schon mal in der Zwischenzeit gemacht. Und zwar wurde hier an der Benzinpumpe wurden die Kabel durchgeschnitten. Die habe ich jetzt erstmal wieder so zusammengeflickt. Im Endeffekt soll es ja nur für einen Startversuch reichen. Deswegen ist auch der Tankgeber nicht mit dran, sondern nur die Benzinpumpe an sich. So, gut. Dann Auto hoch. Im Übrigen steht die Zahl auf der Zündkerze für den spezifischen Wärmewert. In dem Fall ist es eine 8er Kerze. Das sieht man nicht. Für unten und eine 9er für oben. Ich ziehe den Hut vor jedem, der mit Spaß an dem Auto schraubt. Weil das ist echt nicht lustig. So, gut, Zündkerzen drin. Zündkerzenstecker dran. Da oben waren wir wieder daheim. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Und da oben und hier vorne dasselbe. Man kommt halt echt schlecht hin, weil direkt der Halter davor ist der Motorhalter. Also ich glaube wirklich, man hätte sich das jetzt gerade überlegen können mit den Zündkerzen. Jetzt müssen wir die Leitung reparieren. Wie ihr seht, die ist einfach abgeschnitten worden. Da hatte jemand keine Lust, da unten den Stecker aufzumachen, sondern hat einfach mal die Leitung abgeschnitten. Nicht schön, aber selten. Ich habe mir jetzt schon mal was vorbereitet. Das ist einfach ein Stück Gartenschlauch. Ich weiß, sowas nimmt man nicht, aber nur für den reinen Test. Reicht das erstmal. Normalerweise müsste man die Leitung ja komplett ersetzen. Und so, das dürfte reichen. Jetzt kommt das obere Stück hier rein. So. Das reicht erstmal. Jetzt werde ich eine Batterie holen, das Kraftstoffpumpenrelais erstmal rausstecken und dann mal kurz ordnen lassen, damit es sich wieder überall das Öl verteilt. Und dann probieren wir es mal mit Sprit. So, Kraftstoffpumpenrelais. Wir haben hier die Sicherungen drin. Und da sehen wir hier Spritpumpe, eine 20 Ampere Sicherung. Und zwar lege ich mir das mal so hin. Das ist diese gelbe da.
Diese gelbe ist es. Die ziehen wir jetzt erstmal. So. Kaputt ist nicht, aber besonders schön ist auch nicht mehr. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. So. Und jetzt orgeln wir erstmal, dass ein bisschen Öl in den Kreislauf kommt. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt müsste sich das Öl eigentlich verteilt haben. Das waren jetzt ein paar Umdrehungen. Jetzt stecken wir die Sicherung wieder rein. Hoffen, dass die Spritpumpe anläuft. Und schauen mal, ob er anspringt. Allerdings will er nicht. Jetzt schauen wir mal, der gute alte Startpilot. Kann ich? Ja. Jetzt müssen wir halt gucken, woran es liegt. Entweder am Sprit oder am Funke. Funke sollte eigentlich haben, aber nichtsdestotrotz, Auto hoch, nachgucken. Die Zündkerze, die ist jetzt ganz schön nass, aber das ist schon sehr ölig. Das ist schon sehr ölig. Jetzt schauen wir mal, ob sie funkt. So, jetzt lassen wir das Auto wieder runter. Also Zündkerze jetzt ausgeschraubt, zu gucken, ob es funkt. Auto wieder runter, damit wir Strom anschließen können. Und ja, dann schauen wir mal, ob es funkt. Bei solchen Sachen, wenn man guckt, ob Zündkerzen funken, sollte man natürlich auch immer wieder Kraftstoffpumpensicherung ziehen. Wenn das nämlich da unten rausspritzt und dann funkt, naja, dann passiert dasselbe, was im Motor passiert, aber draußen. Und das ist schlecht. Oh, Mama. Orgeln lassen oder was? Ja, aber nur kurz. Wie kurz? Ganz kurz. Also Funke, Hammer. Also der Funke, auch wenn ihr es nicht gesehen habt, der war fast so hell wie vom Schweißgerät. So einen hellen Funken habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ei, ei, ei. Also daran liegt es definitiv mal nicht. Wenn die Zündkerze auch ein bisschen nass war, das kann natürlich vom Startpilot sein, dass es deswegen ein bisschen nass wird. Aber das scheint mir bald so, als wenn da kein Sprit ankommt. Jetzt machen wir mal eine Hörprobe, ob die Benzinpumpe jetzt noch anläuft.
läuft kurz an. Die Frage ist, ob da Sprit drin ist. Wir gucken mal nach. Dann gucken wir doch mal einfach rein in den Tank. So, jetzt haben wir das Teil in Teilen hier raus. Das ist doch nicht zu fassen. So, Sprit ist da aber drin. Also passiert ist da was. Jo. Also. Pumpen, pumpt die Pumpe. Da ist doch ordentlich Druck drauf. Jo. Also müsste da vorne auch Sprit ankommen. So. Das lassen wir eine Weile. Werkzeuge nehmen wir wieder mit raus. Hier Sprit ankommt. Also die Leitung, da ist ja nichts drin, das sehen wir ja. Die ist leer. Nochmal Zündung hier. So, also wir haben gecheckt Funke. Wir haben gecheckt Sprit, also Sprit kommt hier vorne an, da kam auch wieder so eine Ladung hier hinten raus, mit Startpilot springt er nicht an, manchmal ist es halt wie es ist, man kann jetzt natürlich schon hergehen und kann sagen, okay, wir versuchen jetzt nochmal mit einem neuen Anlasser und mit trotzdem nochmal vier neuen Zündspulen. Nichtsdestotrotz ging es ja nur darum, in dem Video zu gucken, ob er nochmal anspringt oder nicht. In diesem Sinne leider nicht. Jegliche Investition weiterhin in das Auto wäre es ja sowieso nicht mehr wert, in dem Sinne, dass ich das Geld in das Auto nicht investieren möchte, weil er ja sowieso vom Zustand her so desolat ist, dass man ihn nicht mehr unbedingt erhalten, wirtschaftlich erhalten kann. Ja, dann nimmt diese Episode ein trauriges Ende, aber wie gesagt, manchmal ist es so, dann muss man halt entscheiden, macht man weiter oder eben nicht. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.